Privatdetektiv Matula ist Leibwächter des bekannten Rüstungselektronikers Dr. Winzer. Als in dessen Villa der Spion Pablo Delgado erschossen wird, verhaftet die Polizei Matula als mutmaßlichen Täter. Rechtsanwalt Dr. Renz kämpft um die Freiheit seines Freundes. Bei einem Haftprüfungstermin gelingt Matula die Flucht. Sein Auftraggeber, Direktor Peters von der Hessischen Elektronikgesellschaft, leugnet, ihn je gesehen zu haben. Auch Winzers Frau Helga kann Dr. Renz nicht helfen oder will sie es nicht. Matula fährt in die Bretagne, zu Dr. Winzer selbst. Im Haus am Meer erwartet ihn Staatsanwalt Arendt. Matula muss erneut fliehen. Claudine, eine frühere Geliebte von Dr. Winzer, gibt Matula einen Tipp. Wird Winzers Tochter Nathalie auf einer Yacht versteckt, weil sie zu viel weiß? Von der Polizei gehetzt, verwundet, flüchtet Matula zu Claudine. Hier spürt ihn Winzers Mitarbeiter, der Geheimagent Leblanc, auf und verfrachtet ihn zurück nach Deutschland. Bitte Platz zu nehmen. Die Verhandlung ist eröffnet. Zum Aufruf kommt die Sache Josef Matula wegen Mordes. Es sind erschienen der Angeklagte Josef Matula, vorgeführt aus der Untersuchungshaft mit seinem Verteidiger Dr. Renz. Ferner die für heute geladenen Zeugen. Ich bitte Sie vorzutreten. Frau Helga-Winzer? Ja. Herr Otto Kapetes? Ja. Herr Otto Sommer? Hier. Herr Dr. Fuchs? Anwesend. Herr Brandt? Anwesend. Herr Hauptkommissar Urban? Ja. Ich muss Sie belehren. Sie haben hier... Sind denn Herr Dr. Winzer und Fräulein Nathalie Winzer nicht erschienen? Beide haben sich... Hier sind die Unterlagen. Beide haben sich schriftlich entschuldigt. Herr Dr. Winzer ist beruflich unabkömmlich und Nathalie Winzer ist krank. Ich halte beide Zeugen, vor allem aber Herrn Dr. Winzer, für unentbehrlich. Herr Dr. Winzer hat sich zur Zeit des Mordes gar nicht in Deutschland aufgehalten. Hat den Angeklagten gar nicht gekannt. Trotzdem, die Tat ist in seinem Haus verübt worden. Es ging um sein Vermögen, seine Arbeit. Herr Verteidiger, Sie wissen, dass das Gericht den Zeugen Dr. Winzer nicht hierher zwingen kann. Ich frage, ob alle Mittel ausgeschöpft sind. Herr Verteidiger, wenn ich den Prozess jetzt vertage, so ist das doch nur zum Schaden Ihres Mandanten. Wir wissen nicht, wann Dr. Winzer abkömmlich sein wird. Und Sie sind sich vollkommen klar darüber, dass es für Ihren Mandanten keine Möglichkeit zur Haftverschonung gibt.
Ich muss Sie belehren, Sie haben hier die Wahrheit zu sagen. Sie müssen damit rechnen, dass Sie nach Beendigung Ihrer Aussage vereidigt werden. Auf Meinheit stehen schwere Haftstrafen. Aber auch wenn Sie nicht vereidigt werden, ist eine fahrlässige oder vorsätzliche Falschaussage vor Gericht strafbar. Ich muss Sie jetzt bitten, draußen zu warten, bis Sie einzeln aufgerufen werden. Nun zu Ihnen, Herr Matula. Bitte bleiben Sie sitzen. Sie sind Josef Matula, geboren am 18.03.1949, ledig, katholisch, wohnhaft in Frankfurt, Goetheweg 14. Ja. Sie sind deutscher Staatsbürger, waren bis 1981 Polizeibeamter, wurden dann aus dem Dienst entlassen. Ich bin auf eigenen Wunsch ausgeschieden. Sie haben eine Vorstrafe wegen Begünstigung im Amt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Richtig. Die Bewährungsfrist ist ohne weitere strafrechtliche Vorkommnisse abgelaufen. Ja. Dann bitte ich den Herrn Staatsanwalt jetzt mit der Verlesung der Anklage zu beginnen. Der Angeklagte war bei dem Ehepaar Winzer als Hausmeister angestellt. In den Morgenstunden des 5.8. gegen 1.30 Uhr tötete er Pablo Delgado, der in das Haus Winzer eingedrungen war, mit 3 Schüssen. Delgado war unbewaffnet. Die Absicht des Angeklagten war, sich selbst in den Besitz des Inhalts jenes Tresors zu bringen, den Delgado gewaltsam geöffnet hatte. Dieser Sachverhalt steht fest durch eigene Einlassungen des Angeklagten, durch Zeugenaussagen sowie durch andere Beweismittel. Erfüllt den Tatbestand des Mordes nach § 211 StGB. Herr Matula, Sie haben gehört, was die Staatsanwaltschaft Ihnen vorwirft. Ich muss Sie belehren, Sie können hier Angaben zur Sache machen, aber Sie sind nicht dazu verpflichtet. Wollen Sie aussagen? Keine Angaben zur Sache. Gut, dann beginnen wir mit der Beweisaufnahme. Bitte rufen Sie Frau Winzer herein. Erzählen Sie uns bitte, wie Sie den Angeklagten kennenlernten. Kennenlernte? Ich kenne ihn ja kaum. Wie er in Ihr Haus kam. Ja. Unser alter Hausmeister hatte gekündigt und ich suchte einen neuen. Ich hatte das in der Bekanntschaft verbreitet. Da kam Herr Matula und bewarb sich. Ich fand ihn sympathisch und vertrauenserweckend und habe ihn eingestellt. Haben Sie keine Papiere verlangt? Nein. Mich interessiert mehr der Eindruck, den ein Mensch auf mich macht, als Papiere. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Angeklagten gemacht? Er war nett, höflich, fleißig. Mehr kann ich nicht sagen. Er war ja erst 4 Tage im Haus, als es passierte. Hat der Angeklagte gesagt, woher er wusste, dass die Stelle vakant war? Ich erinnere mich nicht. War er mit dem angebotenen Gehalt sofort einverstanden? Ich glaube. Er hat also nicht gefeilscht, wie das sonst bei Gehaltsverhandlungen üblich ist. Ich weiß nicht, was üblich ist, aber wir haben nicht gefeilscht, nein. Hat er gesagt, er sei Hausmeister und Gärtner? Das sei sein Beruf? Wenn jemand sich um die Stellung eines Hausmeisters bewirbt, dann nehme ich wohl an, dass er diese Arbeit machen will. Hat er gesagt, das sei sein Beruf? Er hat nicht gesagt, er sei gelernter, studierter oder diplomierter Hausmeister, wenn Sie das fragen wollen. Sie mochten ihn offenbar. Und das war entscheidend. Das sagte ich schon. Hat er Sie nach dem Einbruch noch einmal aufgesucht? Ja. Zu welchem Zweck? Um meine Hilfe bei der Aufklärung des Mordes zu erbitten. Fanden Sie die Bitte nicht absurd? Nein. Haben Sie ihm geholfen? Nein. Hätten Sie ihm helfen können? Nein. Herr Verteidiger, halten Sie sich bitte an die Spielregeln. Sie sind nicht an der Reihe, Fragen zu stellen. Haben Sie noch Fragen an die Zeugin, Herr Staatsanwalt? Nein. Hat die Verteidigung Fragen an die Zeugin? Zu diesem Zeitpunkt nicht. Aber zu einem späteren? Sehr wahrscheinlich. Gut, dann bitte ich Sie, wieder draußen Platz zu nehmen. Der Zeuge Sommer, bitte. Herr Sommer, Sie waren der Vorgänger von Herrn Matula. Wie lange waren Sie Hausmeister der Familie Winzer? 9, 10 Jahre.
Wurde Ihnen gekündigt oder haben Sie gekündigt? Ich habe. Warum? Wo arbeiten Sie jetzt? Bei Herrn Peters. Dem Zeugen Ottokar Peters? Dem Direktor der Hessischen Elektronikgesellschaft? Ja. Woher kannten Sie ihn? Von... Er verkehrte im Hause Winzer. Hat er Ihnen diese Stellung bei sich angeboten? Ja. Zu einem besseren Gehalt, als es die Winzers zahlten? Ja. Hat er Ihnen erklärt, warum er Sie als Hausmeister haben wollte? Nein. Kann ich die Tatortfotos von Delgado haben? Bitte schön. Danke. Sehen Sie sich diese Fotos bitte an. Kannten Sie diesen Mann? Nein. Warum haben Sie dann dem Angeklagten gesagt, Sie hätten diesen Mann im Haus Winzer gesehen? Er hat mir ein anderes Bild gezeigt. Aber was den Mann auf dem anderen Foto betrifft, den haben Sie im Haus Winzer gesehen. Kann sein. Der Angeklagte hat Ihnen dieses Foto gegeben. Es zeigt denselben Delgado wie die anderen vier, nur sehr viel unschärfer. Hier haben Sie ihn erkannt, dort nicht. Ich habe mich getäuscht. Sie haben gesagt, Sie hätten Delgado zusammen mit Fräulein Natalie Winzer gesehen. Haben Sie das gesagt? Ich habe mich getäuscht. Er sah ihm nur ähnlich. Halten wir fest, dass Sie einen Mann, der Pablo Delgado täuschend ähnlich sah, mit Fräulein Natalie Winzer gesehen haben. Ich protestiere. Dem Zeugen Sommer wird ja eindeutig das Wort verdreht. Ja, ich stimme Ihnen zu. Herr Verteidiger, ich muss Sie bitten, Zeugenaussagen nicht in manipulierter Form suggestiv zu wiederholen. Darf ich die Zeugin Winzer zu diesem Punkt befragen? Ja. Noch weitere Fragen an den Zeugen Sommer? Nein. Nein. Anträge auf Vereidigung des Zeugen? Nein. Gut. Dann dürfen Sie da hinten Platz nehmen, aber wenn Sie wollen, können Sie auch nach Hause gehen. Frau Winzer, haben Sie Pablo Delgado gekannt? Nein. Ich meine, diesen Mann, gleich wie er sich Ihnen gegenüber nannte. Ich erinnere mich nicht. War er ein Freund Ihrer Tochter? Meine Tochter bringt, wenn sie hier ist, häufig Leute ins Haus. Ich sehe sie mir nicht so genau an. Aber dieser war nicht darunter. Ich weiß es nicht. Aber Sie schließen es nicht aus. Nein, es ist möglich. Nicht sicher? Möglich. Danke. Herr Peters, der Zeuge Sommer hat uns gerade gesagt, dass Sie ihn bei den Winzers abgeworben haben. Ist das richtig? Ja. Können Sie uns sagen, warum Sie ihn als Hausmeister haben wollten? Es gefiel mir, wie ordentlich das Anwesen der Winzers immer war. Herr Peters, kennen Sie den Angeklagten? Nein. Doch. Er drang am 12. Nacht in mein Haus ein. Meine Frau und ich, wir waren gerade beim Abendessen und er kam heimlich über die Veranda. Und er behauptete, ich hätte ihn als Beschützer oder als Bespitzler oder was weiß ich von Herrn Dr. Winzer engagiert. Und ich solle das zugeben. Was Sie nicht taten. Wie sollte ich? Die Geschichte ist frei erfunden. Ich wiederhole Sie trotzdem, dass Sie am 25. Juli gegen 17 Uhr im Büro des Angeklagten des Privatdetektivs Matula waren, ihn wissen ließen, dass der Hausmeisterposten bei Dr. Winzer vakant sei, ihn aufforderten, sich um diese Stellung zu bewerben, ihm 20.000 Mark gaben, damit er Dr. Winzer beschütze, dazu erklärten, Dr. Winzer sei äußerst wichtig für die HEG und schutzbedürftig, lehne aber einen als solchen erkennbaren Bodyguard ab. Dieses alles ist frei erfunden? Selbstverständlich. Aber dass Dr. Winzer äußerst wichtig für die Hessische Elektronikgesellschaft und deren Zusammenarbeit mit der Aeronautique Française ist, das ist doch richtig. Ja. Und dass er Werkschutzbeamte als Bodyguard ablehnt, auch. Ich habe ihm nie einen Bodyguard angetragen. Wie unvorsichtig von Ihnen. Ich möchte klarstellen, warum der Verteidigung dieser Punkt so wichtig ist.
Es geht nämlich darum, mit welcher Absicht der Angeklagte die Hausmeisterstellung bei den Winzers angenommen hat. Die Anklage unterstellt den Vorsatz zur Spionage. Wir dagegen behaupten, es bestand ein mündlicher Vertrag zwischen dem leitenden Direktor der HEG, Herrn Peters, und dem Privatdetektiv Matula, den Mitarbeiter der HEG, Dr. Winzer, zu schützen. Ein durchaus normaler und in keiner Weise unehrenhafter Auftrag für einen Privatdetektiv. Dass dabei eine Täuschung des Dr. Winzer bzw. seiner Gattin in Kauf genommen werden musste, ist lediglich Folge der offenbar mangelnden Einsicht des Dr. Winzer in seine Schutzbedürftigkeit. Wir haben das verstanden, Herr Verteidiger. Aber der Zeuge Peters leugnet diesen Auftrag. Auf das Entschiedenste. Woher hat der Angeklagte dann die 20.000 Mark, die er am 27., ich habe hier die Quittung, bar bei seiner Bank eingezahlt hat? Von seinem Auftraggeber, zweifellos. Nur, dass dieser nicht Peters heißt. Aber Sie haben recht. Der Ursprung dieses Geldes würde das Gericht sicher interessieren. Keine weiteren Fragen an den Zeugen Peters? Nein. Nein. Anträge auf Vereidigung? Nein. Ja. Es gibt keinerlei Gründe, warum der Zeuge Peters nicht vereidigt werden könnte. Sie können beschwören, dass alles, was Sie hier ausgesagt haben, wahr ist. Ja. Dann heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es. Ich schwöre es. So wahr mir Gott helfe. So wahr mir Gott helfe. Kann der Zeuge entlassen werden? Sie können gehen, Herr Peters, oder auch hier im Saal Platz nehmen. Wir machen jetzt Mittagspause, Fortsetzung der Verhandlung um 13.30 Uhr. Nein. Ich habe Nein gesagt. Sie haben auch gesagt, dass Sie die Wahrheit sagen. Nichts als die Wahrheit. Frau Winzer, ich kann hier nicht reden. Dann lassen Sie uns woanders hingehen. Gern Bier und doppelten Korn. Ja, ich auch. Können Sie ein Wodka-Martini machen? Sehr kalt, aber ohne Eis. Selbstverständlich, bin ich vor. Mir ein Wasser, bitte. Was verschweigen Sie dem Gericht? Mir, sich. Waren Sie in Quiberon? Nein. Matula war dort. Da weiß es jeder. Das Gericht sollte dort tagen, dann wäre alles klar. Was wäre klar? Meine Tochter ist die Geliebte meines Mannes. Jedermann weiß es da. Ich habe die beiden einmal besucht. Es war grotesk, wie man das zu spüren bekam. Alle glauben, sie sei seine Tochter. Alle glauben, es sei ein Inzest. Das macht die Sache für die Dorfbewohner besonders pikant. Er weiß, dass er nicht ihr Vater ist. Ich weiß nicht, ob sie es weiß, aber er wird es ihr gesagt haben, als er sie verführt hat. Nein, er musste sie nicht verführen. Sie war verrückt nach ihm, seit sie 8 Jahre war. Und wer ist ihr Vater? Das hat mit dem, was Sie interessiert, nämlich Ihren Mandanten freizukriegen, so wenig zu tun wie... Gut.
reden wir über etwas, was mit meinen Interessen, mit meinem Mandanten zu tun hat. Kannten Sie Delgado? Er war Natalis Liebhaber. Ich dachte, sie ist die Geliebte ihres Mannes. Delgado muss wie ein Blitz bei ihr eingeschlagen haben. Ich weiß nicht, wie und wo sie ihn kennengelernt hat, aber von dem Moment an gab es nur noch ihn. Er war der romantische Abenteurer, von dem jedes Mädchen träumt und über den es den Vater vergisst. Wer hat ihn getötet? Mein Mann, wer sonst? War er nicht zur Tatzeit in Brüssel? Das ist doch gleichgültig. Er hat Macht. Zu viel Macht. Er hat ihn erschießen lassen. Von irgendjemand. Von Leblanc zum Beispiel. Da steht er. Ihr Mann war in der Tatnacht nicht in Brüssel. Und das wissen oder ahnen Sie zumindest. Er ist mit dem Wagen über die Grenze nach Deutschland gekommen. Mit einem sehr schnellen Wagen. Nein. Doch. Dann hat es getan. Die Schüsse wurden aus einer Entfernung von 3 bis 4 Metern abgefeuert. Einer drang ins Herz, einer direkt neben dem Herzen in die Lunge, einer in den Hals. Alle 3 Schüsse waren tödlich. Der Zeitpunkt des Todes lag zwischen 1.30 Uhr und 2 Uhr. Sie können es nicht genauer sagen? Nein, das kann ich nicht. Hat sich der Angeklagte merkwürdig benommen? Machte er auf Sie den Eindruck, er sei nicht ganz bei sich, vielleicht betrunken? Betrunken erkenne ich, die sind anders. Aber ich dachte zuerst, er ist zu. Mit Gras oder Shit? Ich meine mit Marihuana oder Haschisch. Das war Ihr erster Eindruck? Ja. Wissen Sie, ob es in der Richtung, in die der Angeklagte fuhr, eine Telefonzelle gibt? Ja, 2 Ecken weiter. Danke. Keine weiteren Fragen. Bei meinem Eintreffen sagte mir der Angeklagte, er sei aus tiefer Bewusstlosigkeit im Salon aufgewacht. Danach habe er die Leiche im Arbeitszimmer entdeckt. Er wisse aber weder, wer der Tote noch was passiert sei. Er habe die Polizei anrufen wollen. Aber das Telefon funktioniere nicht. Ich hob gleich nach dieser Aussage den Hörer ab, hörte das Freizeichen, rief zur Kontrolle die Zentrale an und hatte eine einwandfreie Verbindung. Ich zeigte dem Angeklagten dann die Tatwaffe und er identifizierte sie nach kurzem Zögern als die seine. Hat der Arzt der Mordkommission den Angeklagten angesehen? Ja, er hat keine sichtbaren Verletzungen festgestellt. Hatte er, oder haben Sie, auch nach dem Einstich einer Injektionsnadel gesucht? Nein. Warum nicht? Wir hatten anderes zu tun. Was zum Beispiel? Was gab es Wichtigeres zu tun, als nach jeder möglichen Spur zu suchen, die den Angeklagten entlasten konnte? Der durch den ersten Anschein so stark belastet war. Ich mache aus dem Verhalten des Herrn Hauptkommissars einen grundsätzlichen Punkt. Wenn die Polizei in gleichem Maße entlastendes wie belastendes Beweismaterial gesammelt hätte, stünde es nämlich wesentlich besser um die Wahrheitsfindung in diesem Prozess. Aber es ist doch absurd zu verlangen, dass man einen Verdächtigen sich ausziehen lässt und jede Stelle seines Körpers... Das ist durchaus nicht absurd. Vor allem, wenn man es als fast zwingend annehmen muss, dass der Verdächtige betäubt worden ist. Sofern man dem Verdächtigen glaubt. Herr Hauptkommissar, das ist das Pudelskern. Man muss einem Menschen zunächst einmal glauben. Und ein Verdächtiger ist ein Mensch. Ich hoffe, darauf können wir uns einigen. Man muss einem Menschen glauben, so lange, bis man ihm eine Unwahrhaftigkeit nachweisen kann. Das mit dem Telefon war ja wohl eine Lüge. Der Angeklagte hat gesagt, als er das Telefon abhob, war es tot. Als Sie es 20 Minuten später abhoben, funktionierte es. Wo ist da auch nur der Hauch des Beweises für eine Lüge?
Haben Sie sich das Telefonsystem im Haus Winzer angesehen? Ja, selbstverständlich. Es gibt drei Anschlüsse. Wenn man einen der drei Hörer abnimmt, sind die beiden anderen tot. Wer sollte ihn denn abgehoben haben? Tja, wenn wir das wüssten, wenn wir einen großen Schritt, einen sehr großen Schritt weiter. Außer Matula und dem Toten war niemand im Haus. Woher wissen Sie nun das schon wieder? Woher wissen Sie, was 10 Minuten bevor Sie oder einer Ihrer Beamten auf der Bildfläche erschienen, im Haus Winzer passiert ist? Der Angeklagte selbst hat nichts von einer dritten Person gesagt. Der Angeklagte war unfähig, klar zu denken. Ja, selbst zusammenhängend und vernünftig zu reden. Noch eine Stunde später, als er zu mir kam. Er stand unter der Wirkung eines starken Betäubungsmittels. Ist Ihnen denn das nicht aufgefallen? Ihr Kollege von der Funkstreife scheint der bessere Beobachter zu sein. Natürlich habe ich gemerkt, dass der Angeklagte wirr und widersprüchlich ausgesagt hat. Ich kenne solches Verhalten sehr gut. Es ist nämlich typisch für Täter, die man kurz nach der Tat stellt. So hartgesotten ist keiner, dass er nicht Wirkung zeigt, wenn man ihn neben der Leiche verhört. Es war Ihre Pflicht, sich nicht auf Ihre Menschenkenntnis zu verlassen, sondern objektives Beweismaterial zu sammeln. Zum Glück habe ich das für Sie getan. Ich habe Herrn Matula sofort gebeten, sich auszuziehen und habe unschwer die Einstichstelle einer Injektionsnadel gefunden. Herr Dr. Metzger, zu dem der Angeklagte dann sofort ging, wird hierzu später aussagen. Und ich habe noch etwas gesehen, was Ihrer zur Berufspflicht gehörenden Beobachtung entgangen ist. Der Angeklagte hatte einen Socken verkehrt herum angezogen. Das muss danach hin. Ich bitte, zu diesem Punkt später als Zeuge gehört zu werden. Man kann einen Socken auch selbst falsch herum anziehen. Ja, man kann. Aber es ist ungewöhnlich. Und es wäre wieder ein Punkt für den Angeklagten gewesen, wenn Sie es bemerkt und protokolliert hätten. So ist es nur die Aussage seines Verteidigers. Wie wenn der Angeklagte sich den Einstich einer Injektionsnadel auch bei seinem Rechtsanwalt beibringen konnte? Herr Staatsanwalt, ich stimme darin mit dem Herrn Verteidiger überein, dass diese Bemerkung zu weit geht. Ich habe nicht gesagt, auf Anraten oder vor den Augen seines Rechtsanwalts. Ich habe gesagt, bei ihm. Wenn Sie das anders gesagt hätten, müsste ich dienstaufsichtliche Maßnahmen beantragen. Ich nehme meinen Einwurf mit Bedauern zurück. Weitere Fragen? Ja. Warum haben Sie den Angeklagten am Tatort nicht festgenommen? Ich ließ den Angeklagten auf freien Fuß, weil ich davon überzeugt war, dass er Komplizen bzw. Auftraggeber hatte und sich vielleicht mit ihnen in Verbindung setzen würde. Ich ließ ihn beobachten. Er führte ja auch, gleich nachdem er das Anwesen Winzer verlassen hatte, ein längeres Telefonat. Leider weiß ich nicht mit wem. Mit meinem Auftraggeber. Das haben Sie ganz richtig vermutet. Mit meinem Auftraggeber Peters, aber der ließ sich verleugnen. Sie haben nicht das Wort, Angeklagter. Entschuldigung. Ich referierte dann den Fall dem Herrn Staatsanwalt Arendt und der beantragte sofort den Erlass eines Haftbefehls. Erstens, weil mir die Verdachtsmomente und Beweismittel hinreichend erschienen. Zweitens, weil es in solchen Fällen von Spionage oder Werkspionage häufig vorkommt, dass eine kleine Charge, und als eine solche betrachte ich den Angeklagten, nach erfolgreicher oder auch nach gescheiterter Mission liquidiert wird. Früher nannte man sowas schutzhaft. Ja. Und zu jenen Zeiten, auf die Sie anspielen, ging es nicht um die Schuld eines angeblich Schutzbedürftigen. Heute ist das Gott sei Dank anders. Wie das erdrückende Beweismaterial der Anklage zeigt, das auch den Haftrichter überzeugt hat. Bitte, meine Herren, kein rhetorisches Geplänkel. Haben Sie noch Fragen an den Zeugen? Ja. Die Polizei wurde, wie wir hörten, um 4.48 Uhr angerufen. Gibt es den genauen Wortlaut dieses Telefongesprächs? Ja. Um 4.48 Uhr kam ein Anruf in die Funkstreifenzentrale. Die Stimme des Anrufers war männlich. Er sagte, in der Villa Winzer in der Freier vom Steinstraße 25 sind heute Nacht Schüsse gefallen. Da wohnt ein Mann, der mit Rüstungsgeschäften zu tun hat. Da stimmt was nicht. Ich würde an Ihrer Stelle da mal nachgucken. Ehe Rückfragen gestellt werden konnten, wurde aufgelegt. Haben Sie, Herr Hauptkommissar, oder Sie, Herr Staatsanwalt, der Sie ja für Herrn Urban mitzudenken pflegen, eine Erklärung dafür, warum der Anruf 4.48 Uhr kam, wenn die Schüsse 3,5 Stunden früher fielen? Ich habe mir in der Tat ebenso wie Sie darüber Gedanken gemacht. Mehr. Ich habe alle Bewohner der benachbarten Häuser danach befragen lassen, ob einer von Ihnen der Anrufer war. Vergeblich. Ich nehme Folgendes an. Der Anrufer war ein Nachbar.
Er hat gegen 1.30 Uhr die Schüsse gehört, sich aber im Schlaf bzw. Halbschlaf herumgedreht und nicht reagiert. Gegen Morgen kam ihm diese Tatsache wieder ins Bewusstsein und er rief im Gefühl der Schuld, etwas Wichtiges unterlassen zu haben, die Polizei an. Dieses mögliche Schuldgefühl lässt ihn möglicherweise weiterhin den Anruf leugnen. Ich möchte dem Gericht eine Erklärung geben, die zwar weniger feinfühlig in ihrer Psychologie, dafür aber plausibler ist. Der Täter oder die Täter rief die Polizei an, als sie merkten, dass der Angeklagte, für dessen Täterschaft sie alle Beweismittel präpariert hatten, aus seiner Betäubung aufwachte. Sie waren noch im Haus, als Matula zu sich kam und versuchte, die Polizei zu verständigen. Deshalb das tote Telefon. Danach erst machten sie sich davon. Sicher, dass die Polizei Matula am Tatort oder beim Verlassen des Hauses antreffen würde. Das ist... Ich bin noch nicht fertig. Die Täter fuhren dann in Matulas Wohnung, zu dem sie ihm die Schlüssel abgenommen hatten, und deponierten dort die Dokumente aus dem aufgebrochenen Tresor. Beziehungsweise deren Fotokopien, die der Herr Hauptkommissar gefunden hat. Herr Verteidiger, dies ist nicht der Zeitpunkt für ein Plädoyer. Noch sind wir ja bei der Beweisaufnahme. Entschuldigung. Die Ausführungen des Herrn Verteidigers gleichen insofern den Sätzen der Mathematik oder Geometrie, als sie in sich logisch und widerspruchsfrei sind. Aber sie gleichen ihnen eben auch darin, dass sie nicht das Geringste mit der Wirklichkeit, mit der Wahrheit, nach der wir hier suchen, zu tun haben. Ich schließe die Verhandlung für heute. Wir setzen Sie morgen früh um 9 Uhr fort. Da hat es sie aber noch mal gegeben. Er wollte eigentlich Schauspieler werden, aber er hat die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule nicht bestanden. Wie sieht's aus? Ich weiß es noch nicht. Im Schach würde man sagen, nach einer nicht ungeschickten, aber konventionellen Eröffnung war die Partie ausgeglichen. Dieter, das hier ist kein Spiel für mich. Josef, es gibt eine Menge sehr ernster Dinge, die nach dem Muster von Spielen ablaufen. Okay. Wer gewinnt? Der Bessere, wie es sich gehört. Guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Monsieur Leblanc. Richtig. Madame Witzer hat mich vorgestellt, wenn auch durch eine Fensterscheibe. Ich habe Sie gar nicht klingeln hören. Ich war schon vor Ihnen hier und habe mich ein wenig umgesehen. Ein hübsches Haus. Und mit einer Sicherheitsanlage versehen, die sehr teuer war. Der Hersteller hat mir garantiert, dass sie mich vor unangemeldeten Besuchern schützt. Sie machen sich zu viel Kopfzerbrechen um die elektronischen Spielsachen unserer Zeit. Sicherheitsanlagen, Telefone. Sie funktionieren manchmal. Manchmal sind sie tot wie Menschen. Wie fühlen Sie sich? Zufrieden mit Ihrem Tagwerk? Dafür, dass Sie nicht einen einzigen Trumpf hatten, haben Sie gut gespielt. Worum geht es Ihnen? Ich nehme an, um die Freiheit Ihres Mandanten. In dem Falle könnte Ihnen geholfen werden. Ich verhandle nicht mit Ihnen. Allenfalls mit Dr. Winzer. Das ist unklug von Ihnen. Dies ist ein Friedensangebot. Natürlich wird es nicht aus Friedensliebe, sondern aus Schwäche gemacht. Natürlich können wir auch kämpfen. Das wäre allerdings der totale Krieg. Erstens lasse ich mir nicht drohen und zweitens bin ich nicht das Gericht. Mir geht es in der Tat um die Freiheit meines Mandanten, der unschuldig ist. Die Klärung des zur Verhandlung stehenden Verbrechens, die Findung der Wahrheit,
ist nicht meine Aufgabe. Und das, wie sagt man, Breitretten von Schmutz auch nicht? Nein, das auch nicht. Können wir also das als Ergebnis dieses Gesprächs betrachten? Das war schon so vor diesem Gespräch. Warum sollte es nachher anders sein? Sie brauchen den nächsten Tag nicht weiter zu planen. Er wird anders verlaufen, als Sie erwarten. Die Verhandlung wird fortgesetzt, und zwar mit einer für die Verteidigung und auch für die Staatsanwaltschaft, wie mir Herr Arendt gestern versicherte, mit einer für uns alle also erfreulichen Überraschung. Herr Dr. Winzer hat es so einrichten können, dass er uns heute als Zeuge zur Verfügung steht. Das Gericht möchte ihn gleich als Ersten hören. Bitte, Herr Dr. Winzer. Ich war am 4.8. auf einer Konferenz in Brüssel. Am selben Abend sprach ich über gewisse Probleme, die sich im Laufe der Konferenz gestellt hatten, mit dem französischen Partner durch. Erwähnte dabei, dass ich die Unterlagen für die in Frage stehenden Steuer- und Zielsysteme im Tresor meines Frankfurter Hauses befinde. Der Sicherheitsbeamte war daraufhin aufs Höchste alarmiert und zwang mich, noch in derselben Nacht mit ihm nach Frankfurt zu fahren. Wie? Mit welchem Transportmittel? Ich habe einen schnellen Wagen. In Frankfurt angekommen, fiel mir ein, dass ich keine Schlüssel zum Hause bei mir hatte, dass meine Frau verreist war. Wir gingen deswegen zur Hausmeisterwohnung, um es aufschließen zu lassen und fanden den Hausmeister besinnungslos. Dem Sicherheitsbeamten war sofort klar, dass er gewaltsam betäubt worden war. Ich nahm mir deswegen eine Pistole, die im Halfter über einem Stuhl hing, an mich. Wir gingen zum Haus, verschafften uns Eintritt und fanden den, hier, entschuldigen Sie, wie hieß er? Pablo Delgado. Danke. Wir fanden ihn vor dem Tresor, während er die Unterlagen an sich nahm. Der Sicherheitsbeamte forderte ihn auf, die Hände hochzunehmen. Er reagierte blitzschnell, sprang den anderen an, sie kämpften, Delgado gewann die Oberhand und konnte die Waffe des anderen an sich bringen. Da schoss ich glaube dreimal, er war sofort tot. Ich hatte einen schweren Schock, ich ging runter ins Wohnzimmer und nahm mir eine Flasche Whisky. Was dann geschah, zieht sich mehr und mehr in meine Erinnerung. Als der Sicherheitsbeamte sagte, wir können fahren, war ich betrunken. Er fuhr mich dann nach Brüssel zurück. Tja, das ist für uns alle sehr überraschend. Ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, Herr Staatsanwalt, Herr Verteidiger. Aber ich glaube, wir können die Beweisaufnahme in Sachen Matula damit schließen, wenn Sie dahingehend plädieren. Dr. Winzers Aussage ist eine Lüge. Ich meine, sie ist halb wahr, aber sie ist auch halb falsch. Mensch, halt die Klappe. Das ist mir egal. Ich will wissen, was wirklich passiert ist. Ich will wissen, was man mit mir gespielt hat. Ich will nicht, dass große Tiere wie Dr. Winzer, nur weil sie vielleicht Genies sind und im internationalen Waffenhandel stecken, mit Menschen tun können, was sie wollen. Sie fahren einen roten Ferrari. Mit dem sind sie gegen 2:30 über die Grenze nach Deutschland gekommen. Das bezeugen zwei Zöllner, denen der Wagen aufgefallen ist. Sie sollten noch kommen. Wo sind sie? Später. Egal, Sie werden das aussagen. Wie konnten Sie diesen Delgado um 1.30 Uhr in Frankfurt erschießen, wenn Sie da noch in Brüssel waren? Ich verstehe gar nicht, warum mich dieser Mann, für dessen Entlastung ich hier aussage, mich derart angreift. Das verstehe ich nicht. Ich frage Sie, Herr Verteidiger, ob es richtig ist, dass Sie Zeugen haben, die den Grenzübertritt von Dr. Winzer um 2.30 Uhr am Morgen des 5. bestätigen. Ja, das ist richtig. Ich habe ausführlich mit den Zeugen gesprochen, ihnen Fotos von Dr. Winzer gezeigt und sie haben ihn erkannt. Herr Zeuge, was sagen Sie zu dieser Behauptung, die mir deshalb besonders erstaunlich erscheint, weil sie der Verteidigung und damit dem Angeklagten schadet? Ich widerrufe meine eben gemachte Aussage. Ich habe sie nur gemacht, weil der Angeklagte bei mir in Quiberon war.
wie Herr Arnweiß und mich bedrängt hatte, ihm zu helfen. Und mit diesem Widerruf, meinen Sie, sei die Sache aus der Welt? Falls ich mich eines Vergehens schuldig gemacht habe, werde ich dafür gerade stehen. Und alles, was Sie uns vorher erzählt haben, ich frage das nochmal, war also die Unwahrheit? Ja. Ich beantrage, dass der Zeuge vereidigt wird. Ich sage nichts mehr, kein Wort, ohne vorher mit meinem Anwalt zu sprechen. Sie befinden sich im Zeugenstand und haben die Wahrheit zu sagen, außer wenn Sie sich selber damit belasten. Ja. Sie werden den Saal jetzt nicht verlassen. Ich kann gar nicht der Täter sein, das wissen Sie genau. Warum halten Sie mich hier fest? Ich verfüge eine Beugehaft, bis Sie zur Aussage bereit sind. Gut. Gut, gehen wir. Die Verhandlung ist unterbrochen und wird in einer Stunde fortgesetzt. Herr Arendt, ich muss Sie unbedingt sprechen. Vielleicht treffen wir uns. Dieter! Dieter. Ja. Da ist Natalie Winzer. Bleib dran, guck, was sie macht. Zwingen Sie zur Aussage. Gut. Frau Winzer, ich weiß, dass Sie da sind. Was wollen Sie? Sie sprechen. Sie haben mit mir gesprochen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Ich habe Ihnen geholfen. Es wäre fair, wenn Sie mich jetzt in Ruhe ließen. Gut, ich lasse Sie in Ruhe. Ich stelle Ihnen keine Fragen. Ich rede nur mit Ihrer Tochter. Sie ist nicht hier. Dann lassen Sie mich rein. Nathalie die Verhaftung ihres Vaters, ihres Liebhabers aufgenommen. Bleiben Sie hier! Ich verbiete Ihnen, in diesem Haus herumzuschnüffeln. Kommen Sie sofort zurück! Nathalie, ich muss Sie sprechen. Ich bin der Verteidiger des Angeklagten Matula. Mein Name ist Renz. Aber Sie haben mich ja im Gerichtssaal gesehen. Verlassen Sie sofort mein Haus. Nein, Frau Winzer, das werde ich nicht tun. Dann rufe ich die Polizei. Damit würden Sie mir die Mühe abnehmen, es selbst zu tun. Ich werde erwirken, dass Ihre Tochter dem Gericht als Zeugin vorgeführt wird. Notfalls unter Anwendung von Zwangsmitteln. Nathalie, haben Sie gehört, was ich gesagt habe? Lassen Sie das Kind aus dem Spiel. Ich bin bereit,
vor Gericht zu wiederholen, was ich Ihnen gestern unter vier Augen gesagt habe. Nein, jetzt brauche ich Natalie. Wie lange sollen wir denn auf den Herrn Verteidiger noch warten? Wer ist denn der nächste Zeuge? Herr Wesemann vom Grenzschutz. Herr Wesemann? Ja. Würden Sie bitte mal zu mir kommen? Die Verteidigung hat Sie als Zeugen benannt. Wissen Sie, worüber Sie aussagen sollen? Ja, über die Nacht vom 4. auf den 5.8. Da habe ich nämlich Dienst am Grenzübergang Lichtenbusch gehabt. Ja, und was ist da passiert? Ja, also es war nicht viel Verkehr in dieser Nacht und an solchen Tagen, da merkt man sich einzelne Autos leichter und besonders, wenn es sich um eine so ausgefallene Marke handelt, die nicht so häufig vorkommt. Entschuldigung. Oh, der Herr Verteidiger gibt sich telefonisch die Ehre. Nein, die Zeugin ist durch Zureden nicht dazu zu bewegen, vor Gericht zu erscheinen. Genauer gesagt erschienen ist sie ja heute Morgen. Aber sie weigert sich offenbar ebenso hartnäckig wie ihr... Herr Dr. Winzer auszusagen. Ja, zu dieser Annahme habe ich allen Grund. Ich danke Ihnen, Frau Vorsitzende, und bitten Sie die Beamten, sich zu beeilen. Hier geht etwas vor. Danke. Kennen Sie die Herren? Wo ist sie? In Ihrem Zimmer. Kommen Sie. Mach auf, Natalie! Der Rechtsanwalt ist weg! Machen Sie auf, Natalie! Ich bin Schleblanc! Wir haben keine Zeit, Natalie! Die Polizei ist hierher unterwegs! Reden Sie nicht! Laufen Sie! Da ist ein Mann, den Sie festnehmen müssen! Wir sollen ein Mädchen, eine gewisse Natalie Winzer, dem Gericht vorführen. Wo ist sie? Sie ist nicht mehr hier. Aber der Mann, der jetzt wegläuft... Wir haben den Befehl, das Haus nach Natalie Winzer zu durchsuchen. Treten Sie bitte zur Seite. Und wer sind Sie? Helga Winzer. Die Mutter von Natalie Winzer. Können Sie sich ausweisen? Zunächst möchte ich mich bei der Vorsitzenden bedanken, dass sie auf meinen Vorschlag eingegangen ist, Natalie Winzer dem Gericht als Zeugin vorzuführen. Leider ist diese Absicht durch eine höhere Gewalt, die in unserem Fall schon mehrmals eine ebenso fatale die entscheidende Rolle gespielt hat, verhindert worden. Wieder einmal war Monsieur Leblanc, der Sicherheitschef der Société Aéronautique Française, schneller. Aber in diesem Fall vielleicht nicht klüger als wir. Können Sie uns nicht etwas schlanker sagen, was passiert ist? Ganz schlank. Leblanc hat mich mit einem Handkantenschlag außer Gefecht gesetzt. Und die Polizisten, die ja Natalie Winzer und nicht ihn herbringen sollten,
haben ihn in ebenso aufopfernder wie fantasieloser Pflichterfüllung laufen lassen. Und Nathalie Winzer? Ich weiß nicht, wie Leblanc sie aus dem Haus geschafft hat, aber sie war plötzlich weg. Darf ich fortfahren? Bitte. Ich möchte dem Angeklagten einige Fragen stellen. Warum haben Sie sich der U-Haft entzogen? Ich wollte meinen Fall selbst klären. Sie sind also nach Frankreich gefahren und haben Dr. Winzer aufgesucht. Warum? Ich war davon überzeugt, dass er eine Schlüsselrolle in der Sache spielt. Sie haben ihn aufgesucht. Was sagte er? Er war glatt. Aalglatt. Er sei nicht in Deutschland gewesen, sagte er. Und er habe mit der Sache nichts zu tun. Der Herr Staatsanwalt war bei ihm und glaubte ihm. Ich möchte den Angeklagten bitten, keine Mutmaßungen über meine Gedanken anzustellen. Also nochmal. Dr. Winzer bestritt in Gegenwart des Staatsanwalts seine Anwesenheit in Deutschland in der Tatnacht. Nicht direkt. Er wich der Frage aus. Sie fragten ihn nach dem Aufenthaltsort seiner Tochter Nathalie. Ja. Warum? Weil mir der Hausmeister Sommer gesagt hatte, sie sei die Freundin des Erschossenen. Wir haben den Zeugen Sommer gehört und er hat das bestritten. Was antwortete Dr. Winzer auf Ihre Frage? Er wisse nicht, wo Nathalie sei. Dann erzählen Sie uns, was Sie nachher herausfanden. Ich beobachtete, wie Dr. Winzer zu einer Yacht fuhr, die im Hafen von Quiberon draußen im Hafenwasser an einer Boje lag. Er blieb 2 Stunden an Bord. Als er wegfuhr, ging ich auf das Schiff. An Bord war Nathalie Winzer. In welchem Zustand trafen Sie sie an? Sie war völlig hysterisch. Sie schrie, ich solle verschwinden und bedrohte mich mit einer Signalpistole. Als ich versuchte, sie zu beruhigen, geriet sie in Panik und schoss auf mich. Sie traf mich aber nicht. Ich sprang über Bord. Hatten Sie das Gefühl, dass sie sich auf der Yacht versteckt hielt? Ja. Eher noch, dass sie versteckt gehalten wurde. Von wem? Von Dr. Winzer. Haben Sie eine Erklärung für Ihre Hysterie, Ihre Panik? Sie hatte Angst. Angst? Wovor? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß es. Vor einem wildfremden Mann, der zu dem 18-jährigen Mädchen auf eine allein draußen im Hafen ankernde Yacht kommt. Wir wollen doch hier keine Mysterien aufbauen, wo es keine gibt. Sie hatte Angst vor Ihnen, Angeklagter, und ich kann Sie gut verstehen. Wovor hatten Sie Angst, Nathalie Winzer? Sind Sie Nathalie Winzer? Bitte antworten Sie. Dann treten Sie vor und äußern Sie sich zu dem eben Gehörten. Bitte. Lassen Sie mich sprechen. Es dauert nicht lange. Nathalie wird mich unterbrechen, wenn ich etwas Falsches sage. Nathalie Winzer und der Mann, den wir Pablo Delgado nennen, waren ein Liebespaar. Delgado war Nathalies große romantische Liebe. In der Tatnacht kam sie überraschend ins Haus ihres Vaters. Sie wird uns später sagen, warum. Und fand den Geliebten vor dem geöffneten Tresor. In diesem Moment erkannte sie, dass seine Liebe Betrug war. Dass er sie nur ausgenutzt hatte, um an die Arbeiten ihres Vaters heranzukommen. Die Welt brach für sie zusammen. Sie nahm eine Waffe, die sie auf dem Tisch liegen sah, und schoss auf den Verräter. Einmal, zweimal, dreimal. Als sie wieder zur Besinnung kam und erkannte, was sie getan hatte, rief sie ihren Vater in Brüssel an. Er sagte, sie solle sich beruhigen, nichts tun, bis er da sei, und setzte sich in seinen schnellen Wagen.
Er war in 2,5 Stunden in Frankfurt. In seiner Begleitung war Leblanc, der Sicherheitschef der Société Aéronautique Française. Leblanc war es wahrscheinlich, der vorschlug, ein paar günstige Umstände zu nutzen. Matula war von Delgado in seiner Hausmeisterwohnung im Schlaf überrascht und betäubt worden. Matulas Waffe hatte Delgado mit ins Haus genommen. Und sie war es, die Natalie auf dem Tisch oder sonst wo liegen sah und aus der die tödlichen Schüsse abgefeuert wurden. Leblanc arrangierte alles so, wie Hauptkommissar Urban es vorgefunden hat. Während Dr. Winzer seine Tochter beruhigte, vielleicht schon wegbrachte, blieb Leblanc im Haus, bis Matula es verließ. War es so, Herr Dr. Winzer? Ja. Ja. Es war so. War es so, Nathalie? Ich danke Ihnen. Sei ganz ruhig. Ganz ruhig. Was wird Winzer kriegen? Wenig. Er wird Leblanc zum Schuft machen und der wird sich den deutschen Behörden entziehen. Und was passiert Natalie? Sie kommt glimpflich davon. Totschlag im Affekt, kein Vorsatz, keine niederen Beweggründe. Im Gegenteil. Eine schändlich hintergangene Liebende, das arme Kind. Du redest so, als würdest du sie verteidigen. Würdest du es mir übel nehmen? Nein. Im Gegenteil. Sie ist genauso ein Opfer. Sie musste nicht herkommen. Niemand hat sie gezwungen. Nur ihr Gewissen. Dir geht's ja wieder gut. Mir geht's fantastisch. Stell dir vor, ich habe geglaubt, ich sehe sowas nie wieder. Muss ein scheußliches Gefühl sein. Aber dann, wenn ich ganz down war, da habe ich gewusst, Renz schafft das schon.